Ja, also, jetzt möchte ich das endlich wirklich einmal genau wissen. Ja, Hila, fragen. Hila! Hila! Wo bist du denn? Ja, was ist denn? Ja, wo bist du da? Da bin ich da. Ja, bitte, was heißt, dass du bist da? Ich meine, das ist für dich sehr hübsch, dass du da bist, aber für mich ist das keine Information. Für mich bist du nicht da, bist du dort. Also, wo bist du? Dort. Dort. Na, jetzt weiß ich ganz genau, jetzt bist du dort. Ah, bitte. Das ist endlich einmal eine präzise Auskunft im Bad. Ich hab gesagt, dass ich da bin. Ja, aber davon habe ich ja nichts. Warum bist du so nervös, Franz? Du, ich bin überhaupt nicht nervös. Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich nervös wäre? Weißt du, immer, wenn du aufhörst zu käppeln, dann bist du nervös. Du, bitte. Also erstens habe ich überhaupt nicht gekäppelt und zweitens... Na, siehst du das? Siehst du das? Ich hab's ja gesagt. Nein, bitte, du brauchst gar nichts gesagt haben. Nur, ich rede halt nicht, wenn ich mir gerade die Krawatten umbind. Aber geht, es ist aber interessant, auf was für abgründige Eigenheiten man im Laufe einer langen Ehe draufkommt. Ha? Dein Mann, das unbekannte Wesen. Ja. Bindest du noch immer eine Krawatte? Ja, bitte, warum? Weil du noch immer nichts sagst. Ja, bitte, was soll ich denn sagen? Na ja, zum Beispiel, dass du nervös bist. Nein, du, ich bin überhaupt nicht nervös. Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich nervös bin? Na ja, vielleicht wegen des Diskussionsabends. Ach Gott, ich bitte dich, der Diskussionsabend, der ist doch für mich das reinste Vergnügen. Also da beteilige ich mich wirklich ganz gerne. Bitte, wir haben zwar noch sehr viel Zeit, aber immerhin wäre es vielleicht doch Zeit, dass du dich ein bisschen bekümmerst. Schau, wir haben viel Zeit, aber ich fürchte, du bist im Badezimmer, also da muss ich eigentlich den Eindruck gewinnen, du bist noch im Urzustand. Pardon, der Eindruck war falsch. Fabelhaft, du bist ja fix und fertig. Entschuldige, ist doch selbstverständlich. Wir wollen noch eine Kleinigkeit essen. Nicht? Ja. Ich habe gesagt, ist alles vorbereitet in der Küche. Ja, sehr lieb, dass du sagst, das ist so selbstverständlich. Nur so immer bist du nicht so pünktlich. Aber heute. Ja. Sag einmal, darf ich fragen, was du so dringend von mir wolltest? Ja, sehr wichtig. Hast derartig nach mir geschrieben? Richtig, ich habe nach dir geschrieben. Also, weißt du, ich möchte endlich wissen, ja? Also, war nun der Kaiser Franz Josef mit der Schratt verheiratet oder nicht? Du, entschuldige, deshalb rufst du mich? Ja, weil man gedacht, du wirst es wissen. Okay. Schratt war da mal deine Kollegin. Also wirklich, Sorgen hast du, meine Herrschaften. Keine Ahnung, lass mich doch in Ruhe. Was steht denn doch drin? Ja, was weiß denn ich? Was? Wer sonst noch? Du, was ist mit dem U-Boot? Bitte, mit was für ein U-Boot? Das U-Boot, was in schwedischen Gewässern untergetaucht ist und die suchen seit Tagen. Hochinteressant. Das ist wichtig. Ich habe auch schon nachgeschaut. Ja, ich habe in den heutigen Blättern auch schon nachgeschaut. Das U-Boot ist verschwunden. Ich meine, es ist verschwunden aus den Spalten der Zeitungen. Es steht heute überhaupt nichts drin. Also gestern habe ich noch gehört, es ist ein U-Boot, es ist kein U-Boot, es sind zwei U-Boote, ja? Es ist ein unbemanntes, es ist ein bemanntes. Also jetzt ist das U-Boot, jetzt hört man gar nichts mehr davon. Jetzt wissen wir wieder nichts. Ja. Komisch. Na ja, bitte. Was denn? Na, hast du vielleicht noch irgendwas vor, bevor wir gehen? Na, ich habe nichts vor. Na, das ist gut, wenn du nichts vorhast. Ja, ich habe schon was vor, Josef. Hast doch was vor. Entschuldige, ja. Also bitte, und was hast du denn Danke, vor? Dass du mich erinnert na, hast. Na, was hast du vor? Ja, bitte, suchst du vielleicht irgendwas? Wie bitte? Ob du was suchst? Na, selbstverständlich suche ich was. Aha, darf ich mich erkundigen, was du suchst? Ich suche einen Ohrring. Und du hast mich daran erinnert, Gott sei Dank. Ich meine, dass ich was suchen muss. Aha, suchst du einen Ohrring. Ach, ja, der ist wie vom Erdboden verschwunden. Jedes Mal passiert Also bitte, wenn du mit einem Ohrring wirst nicht gehen wollen, wie ich dich kenne. Nein, sonst komme ich mir wie nackt vor. Na, bitteschön. Nee, also dann geh halt ohne Ohrringe. Das kann ich nicht. Das Kannst kann auch ich nicht. Nein. Na gut, da wäre eine glänzende Idee. Du hast ja noch ein paar. Nimm mal ein anderes Paar. Oh nein. Warum geht das wieder nicht? Weil die... Diese Ohrringe, die passen genau zu meinem Kleid. Du, da habe ich noch eine gute Idee. Ja? Zieh ein anderes Kleid an. Das geht nicht. Dieses Kleid ist wie geschaffen für einen Diskussionsabend. Wenn ich in Rot aufstehe
und etwas sage, da hört jeder zu, mein Lieber. Da schauen die mich an, ob ich was Gescheites sage oder nicht. Das ist großartig. Also wirklich, also ein Ohrring fehlt, andere Ohrringe kann man nehmen, Kleider kann man nicht nehmen. Also wirklich, da könnte man wahnsinnig werden. Siehst du, ich habe gesagt, du bist nervös. Ich bin überhaupt nicht nervös. Ach, jetzt ist das auch noch. Ja, bleib da, such deine Ohrringe und ich werde ja so inzwischen aufmachen, nicht wahr? Es gibt eben Dinge, die Männer niemals verstehen werden. Ja, ich weiß schon. Deine Frau, das unbekannte Wesen. Ich komme ja schon. Bitte sehr. Oder bei diese Leiterei. So, also. Ja. Sie wünschen, meine Dame? Ja, Opa, kennst mich nicht mehr? Moment, du bist die Dina. Natürlich. Ja, also wirklich. Also jetzt werde ich die Beute nicht mehr wiedererkennen, weil man dich ja so selten zu Gesicht kriegt. Ich danke dir für diese Worte, Opa. Deswegen komme ich nämlich zu dir. Deswegen? Ja, weil man mich nicht mehr sieht. Und darüber wollte ich nämlich mit dir reden. Aje, das ist halt kein sehr günstiger Tag dafür, weißt? Ich habe nämlich noch ein bisschen... Mach's kurz. Also, was willst du reden? Mit einem einzigen Wort. Schulstress. Oje, das wird eine lange Sache mit Schulstress. Du, ich muss gleich wieder weg, also ich kann wirklich nicht lange bei dir bleiben. Typisch. Was ist bitte typisch? Ja, wenn wir mit unseren Problemen kommen, haben die Herren Erwachsenen keine Zeit. Nein, bitte, also du sollst nicht sagen, ich habe keine Zeit für dich, also komm herein. Erklär mir, Opa, was los ist. Komm einen Moment drauf, aber es muss gleich sein. Nein, bitte, gleich. Warum, was? Was heißt denn, dass du bist im Hintergrund? Ach, du malst einen du malst ein Bild. Ja, da kann ich dich nicht stören. Sag mal, Elfi, hast du irgendwelche anderen Lafitts unten? Schick sie mir rauf. Ja, bitte schick sie rauf. Jetzt. Danke, Elfi. Servus. Na ja, also, wenn ich dich richtig verstehe, beschwerst du dich also darüber, dass dir die Schule nicht genügend Zeit lässt? Na ja. In der Schule, da braucht man nicht immer aufpassen. So. Ja, aber die Hausaufgaben und das Streben müssen, das bringt uns um die ganze Freizeit. Na, bitte, ich übertreib nicht. Ganze Freizeit, es wird nicht so arg sein. Na, das glaubst du. Aber ich kann nur heiser kichern, wenn die Herren Erwachsenen über die 40-Stunden-Woche stöhnen. Wir haben ja mindestens eine 170-Stunden-Woche. Du, Moment, hör auf mit diesen Übertreibungen. Wie viel Stunden hat ein Tag? 24. Na also, und wie viele Tage in der Woche? 7. Also, und wie viel ist 7 mal 24 nach Adam Riese? Jetzt fangst auch noch du mit den Hausaufgaben an, Opa. Gut, bitte, du hast ein stressgeplagtes Gehirnderl. Also, wer das sagen? 7 mal 24 ist 168. Also, eine 170-Stunden-Woche ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sei doch nicht so pedantisch, Opa. Aber was ich sagen wollte, ist ja, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, was sie von uns verlangen. Wie kannst du das eigentlich verantworten? Bitte, was habe ich zum Verantworten? Ja, du warst doch in dem Erziehungsministerium und hast dafür gesorgt, dass deine Enkelinnen eine 170-Stunden-Woche haben. 68, 168. Ach, auf die 2 Stunden kommt es doch auch nicht mehr an. Bitte. Kann man höchstens einmal ins Kino gehen. Einmal Kino pro Woche. Also. Du, pass auf. Also erstens einmal war ich nicht im Erziehungsministerium. In Österreich gibt es überhaupt kein Erziehungsministerium. Ich war im Bundesministerium für Unterricht und Kunst. Und da war ich nicht für den Unterricht zuständig, sondern mein Ressort war die Kunst. Ach so? Ja. Und da hat sich nicht dafür eingesetzt, dass man öfter als einmal in der Woche ins Kino gehen kann? Liebe Tina, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Filme, die du dir anschaust, irgendwas mit Kunst zu tun haben. Geh, Opa. Ja. So, weißt du was? Ja, was ist? Was soll sein? Na, die Hila hat angerufen und gesagt, ich soll sofort heraufkommen. Ich reiß mich von meinem Hintergrund los. Also, wo brennt's? Ja, also wenn er so lacht, kann es sicherlich kein Großbrand sein. Wunderbar, aber du bist ja doch wenigstens im Klaren, warum wir da als Feuerwehr anreisen, ne? Na, bitte, ich tu das Wort Feuerwehr, will ich in der Wohnung nicht hören. Da ist einmal ein falscher Feuerwehrmann hereingekommen. Ja. Nein, also will ich nichts mehr hören davon. Also, worum geht's? Naja, also wie sage ich es eigentlich, also ganz präzise, ist ja einfach. Es geht um die Kettenreaktion der Tücke des Objekts. Aha, also jetzt wissen wir es ganz genau. Also bitte, du willst es noch detailliert. Also Kettenreaktion, da wird dir die Dina darüber erschöpfend Auskunft geben, wenn sie in Physik nur ein bisschen aufgepasst hat. Opa, fangst du wieder damit an? Na, also gut, fang ich nicht damit an. Du, noch nichts, nur eine kleine Aussprache. Du, die Tücke des Objekts besteht zum Beispiel darin, dass so ein ganz gewöhnliches Ohrringel,
sich erfrecht, plötzlich verschwunden zu sein. Ja, aber was, wie hängt dieses Ohrringerl zusammen mit der Kettenreaktion? Ja. Das ist ganz einfach. Schau, ein Ohrringerl ist gar nichts. Ohrringerl müssen paarweise auftreten. Also gut, aber die Ohrringerl, die bei der Hilla nicht paarweise aufgetreten sind, wären die einzigen Ohrringerl gewesen, die zu ihrem Kleid gepasst haben. Jetzt könnt ihr natürlich aber sagen, sie kann ein anderes Kleid nehmen. Nein, das kann sie nicht nehmen, weil dieses andere Kleid passt wieder nicht zu dem Anlass. Daraus entsteht eine gewisse Panik und in dieser Panik macht sie dann mir den Vorwurf, ich sei zu nervös. Und wenn du dir das alles genau überlegst, so ist es weiter nichts anderes als die Kettenreaktion einer Tücke des Objekts. Bravo, geht's in den Beweis. Das alles in einem Atem, das ist nämlich das Tolle. Also eigentlich hättest du ganz einfach sagen können, wir sollen heraufkommen und ein Ohrringel suchen. Ja. So ist es, das finde ich auch, Elsie. Ihr habt ja gesagt, du bist heute nervös. Der hat eine Redaritis heute, das ist ja unglaublich. Ja. Das ist aber wirklich das Einzige, was du heute findest, ja, also dass ich nervös nicht. Bin, ja. Wie schaut denn das Ohrringel aus? Ja. Hier, das ist es, bitte. Vorsicht, gib Acht drauf, dass das zweite nicht abkommt. Das ist aber schön. Das gibt's nicht. Das ist das zweite Mal. Ja, das ist es. Nein, doch du, eben. Das ist doch vierte Mal. Das ist doch nicht selbst. Ja, was ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Du verloren nein, kann ich's nicht haben. Nein, es muss hier irgendwo in der Wohnung sein. Aber ich liebe es so, diese Klipse. Das ist nämlich ein Geschenk von Franz. Was ist auch so wert? Ein Moment. Franz! Ja? Franz, weißt du noch, wann du mir den Ohrring geschenkt hast? Die Ohrklipse? Selbstverständlich weiß ich das. Ja, wann denn? Ja, es fällt mir nur im Moment nicht ein. Ah, du bist wirklich ein Scheusal. Auf unserer Hochzeitsreise hat er mir das geschenkt. Und du, damals hat er ja noch wenig Geld verdient und ich habe das in der Auslage gesehen und habe gesagt, mein Gott, sind die schön. Und schon hat bitte, er sie mir gekauft. Bitte. Aber was Villa, denn? Was denn? Auf die Gefahr hin, dass ihr wiederum behauptet, ich sei also ein Pünktlichkeits- und Fanatiker und ein Pedant, möchte ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass es wenig sinnvoll ist, jetzt darüber zu reden, woher das Ohrringerl ist, sondern dass es viel sinnvoller wäre, darüber nachzudenken, wie man es finden kann. Ja, da hast du ausnahmsweise recht, Franz. Danke vielmals. Du, Mutti, fangen wir doch endlich an. Moment, zuerst brauchen wir einmal einen Schlachtplan. Ach so, wie wir das machen. Also vor allem, hast du schon einmal die Sokol gefragt? Die Sokol kann ich ja nicht fragen. Die ist ja mit ihrem Engi nach Mayerzell gefahren, Wallfahrten. Aber okay. Ja, ich finde das so aufregend, Mutti. Komm, Moment. Also ich finde, der Tommy hat recht. Ich meine, man kann nicht irgendwo suchen, sondern man muss sich zurechtlegen, wo man mal an. Ja, also dann würde ich sagen, zuerst sollten wir einmal feststellen, wo könnte das Ohrringerl denn aller Wahrscheinlichkeit nach sein? Aller Wahrscheinlichkeit nach könnte es ja... Na wo? Überall sein. Ist gut. Also überall ist ein bisschen viel, aber immerhin eine klare Auskunft. Falls du mit überall nur die Wohnung meinen solltest. Ja, natürlich nur die Wohnung, nicht Mitteleuropa mit angrenzenden Staaten. Nicht, da kennen wir uns ja nicht aus. Ja, warum schaust du ausgerechnet mich an? Weil ich zufällig gerade in Geografie... Bitte, was hast du in Geografie zufällig gerade? Nur ein vorübergehendes Missverständnis. Ein Missverständnis zwischen wem, bitte? Ja, zwischen dem Geografieprofessor und mir. Aber wie gesagt, nur vorübergehend. Ja. Also ich bitte um Konzentration auf die Manöveraufgabe. Bitte sehr, bitte sehr. Wir teilen jetzt das Operationsgebiet in verschiedene Kampfabschnitte ein. Du, der spricht wie ein Militär. Ruhe, bitte. Na, ich bin der spricht wie der Franz. Ruhe. Die Oma nimmt den Raum Badezimmer, die Mama das Schlafzimmer, die Tina das Arbeitszimmer. Ich? Die Niki nimmt das Vorzimmer und die Küche und ich das Wohnzimmer. Jawohl, Herr General. Jawohl, Herr General. Gut. Also dann, alles auf die Plätze. Ja, nein. Also, Moment, halt. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir wissen, wo wir suchen sollen. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, wie. Also so viele Möglichkeiten gibt es ja wirklich. Wir machen halt alle Ladeln auf und wir schauen, wir rücken die Möbel vor und so. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Was? Ich lese da nämlich jetzt ein sehr interessantes französisches Buch mit dem Titel, versteht sie eh nicht, übersetzt, die unausgenützten Möglichkeiten der Intuition. Aha, und also unter diesem hochtrabenden Titel wird aufgeschrieben, wo man ein Ohrklips findet, oder wie ist das? Ja, im Prinzip ja. Na, wie zum Beispiel? Naja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also entweder
Man konzentriert sich ausschließlich auf den verlorenen Gegenstand. Ja. Na, auf einen Gegenstand konzentrieren muss ich mich schon in der Schule. Oder man entspannt sich vollkommen und denkt an gar nichts. An gar nichts denken, das ist prima. Ja, das wird dir nicht schwer fallen. Also wenn man an gar nichts denkt, dann findet man was, ja? Ja, weil dann kommst du so automatisch in einen Zustand, so wie ein Schlafwandler. Aha. Und dieser Zustand führt dich dann via Unterbewusstsein zu dem Gesuchten. Aha. Oma, verlass dich auf mich. Du sag einmal, und könnte dieses Buch nicht auch noch was anderes uns bieten, dieses französische? Ja. Nur die Geschichte? Doch. Da ist noch die Wünschelrutenmethode. Und mit der versuche ich es jetzt. Also, ich verlass mich lieber aufs Nachschauen. Okay, komm, du bist Badezimmer. Ich bin Badezimmer, ja. Das ist ja eigentlich. Jawohl. Also, Tommy, ich frage mich, warum du eigentlich nicht zum Militär willst. Naja, wie kommst du jetzt eigentlich auf das? Naja, weil ich ja da jetzt so mitgehört habe, deine strategische Begabung. Naja, weißt du, ich befasse mich in letzter Zeit unwillkürlich mit militärischen Dingen. Rein theoretisch natürlich. Natürlich. Aber sag mal, wieso unwillkürlich? Naja, wie soll ich sagen? Man wird halt reifer und im Zuge dieses Reifeprozesses kommt man halt drauf, dass man als Staatsbürger dem Staat gegenüber gewisse Pflichten hat. Mhm. So zum Beispiel der Wehrdienst. Wenn jeder zum Zivildienst gehen würde, ich meine, oder umgekehrt, jeder zum Militär. Aha, das sind ja goldene Worte. Aber das Erstaunliche ist ja nur, wieso kommst du plötzlich zu solchen Einsichten? Ja, ich sage, man wird reifer. Aha, man wird reifer. Du hältst es nicht für möglich, dass das vielleicht nur deswegen, diese Reife eingetreten ist, weil du dir überlegst, dass dich das Studium so sehr strapaziert, dass dir sogar das Einrücken etwas leichter fiel. Also bitte, wie kommst du auf so eine Idee? Du weißt ganz genau, dass... Oh Gott, weißt du, nicht nur du wirst älter und reifer, auch ich werde immer älter und reifer und bei solchen Gelegenheiten bekomme ich dann eben noch stärkere Einsichten in das Leben der anderen. Aber reden wir von was anderem, von was Wichtiger. Wohin gehst du eigentlich heute am Abend, wo die Oma so das Ohrringel dringend so braucht? Ja, das ist ganz interessant. Ich gehe mit der Hilla zu einem Diskussionsabend über modernes Theater. Ach so? Ja, na bitte, schau nicht so erstaunt. Immerhin war ja das mein Ressort im Unterrichtsministerium seinerzeit. Und die Hilla war ja Schauspielerin. Aber du, es möchte mich interessieren. Was denkst du denn so über das moderne Theater? Ja, schau, du weißt doch ganz genau, dass wir so eine gewisse Einstellung haben. Du denkst dich viel zu sehr an. Das hat aber es hat ja alles keinen Sinn. Und da habe ich übrigens schon nachgeschaut. Du, ich glaube, wir müssen irgendwie eine unkonventionellere Art des Suchens finden. Weißt du, was man auch machen könnte? Ich meine, da muss man halt Geduld haben. Es gibt doch solche Geschichten, dass man etwas durch reinen Zufall findet, ohne dass man sucht, sondern dass man ganz locker bleibt, es fast vergisst und auf einmal liegt die Sache da, die man sucht. Also du, ich habe in der Hinsicht, es ist was Komisches, weil du das jetzt gerade sagst, nämlich meine Mutter hat mich vor ein paar Tagen daran erinnert, wie ich ein kleines Mädel, weil ich war vielleicht so ein Kind, vier Jahre oder sowas. Meine Mutter hat seit Jahren damals eine sehr wertvolle Brillantbrosche gesucht. Ja. Die war auf einmal weg und sie hat sie schon abgeschrieben. Und ich bin gegangen, bin in den Kasten hineingegangen und habe die Ballschuhe von meiner Mutter probiert. Und stell dir vor, ich schlupfe hinein und ziehe diese Brosche heraus. Siehst du? Und also, ich meine, das war Jahre später. Nein. Ja. Interessant. Es gibt noch was, Elfi. Also entweder das war zuwarten, da muss man Geduld haben, oder... Du weißt, was ich meine. Es gibt noch einen. Ich weiß, was du meinst. Eine Hilfe. Heiligen Antonius. Genau. Du, aber man muss nur richtig ihm Geld geben, weil der heilige Antonius legt Wert auf Geld. Ja, man kann ihm aber auch eine Kerze geben, damit er sich auch freuen. Kerze und Geld ist am besten. Ja, das ist das Beste. Aber er ist gut, der heilige Antonius. Aber der ist fabelhaft. Ja, sicher, aber den muss er erst in die Kirche gehen. Ach, Elfi. Weißt du, ich habe vorhin so nachgedacht, wie die Niki so über ihre Wünschelrute und so und diese Sachen. Naja, französisches Schlafwandler. Ja. Meine, es gibt sicher irgendwelche Dinge, die im Unterbewusstsein sind, aber was sie jetzt französisches Schlafwandlerbuch nennt, das war
Früher war das ein Traumbüchel, ne? Siehste, ganz genau, Traumbüchel. Traumbüchel, da erinnere ich mich sofort an meine Großmutter. Die hat immer Zahlen, von Zahlen geträumt und nächsten Tag ist sie sofort gegangen und hat diese Zahlen gesetzt im Lotto, kleines Lotto. Kleines Lotto, ja. Möchte ich auch tun, aber ich weiß nicht, wo macht man das eigentlich, das kleine Lotto? Wo gibt man diese Zahlen hin? Ist das ein Geschäft, ein extra Geschäft oder wo? Ich weiß nur eine Stelle, also einen, der es bestimmt weiß. Na wer? Franz. Aber bestimmt nicht. Du, wenn ich dem sage, ich spiele Lotto, der haut mich raus. Nein, aber vielleicht nur, weil er selber heißt. Du, aber Elfi, du sagst das französische Schlafwandlerbuch. Mhm. Mich freut das, dass die Niki dieses Buch hat. Mich freut es ganz besonders. Weißt du warum? Wieso? Na, hör mal, die scheint doch wieder Interesse am Französischen zu haben. Vielleicht macht die doch ihre Dolmetscherprüfung. Was, wirklich? Du glaubst? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, entschuldige nur, ich spinne nur jetzt so weiter, weißt du, wenn wir davon reden. Es gibt ja auch zum Beispiel, dass man irgendwie, weil wir gerade Schlafwandlerbuch gesagt haben, es gibt ja ich wollte ja auch Träume, noch was sagen. Oder? Ja, Träume. Du, Träume? Träume, mein liebes Kind, ich habe ja heute Nacht was geträumt. Und zwar vom Kurt. Ja, von meinem Kurt, Bruder, ja. Der ist in wie heißt das, Kathmandu oder so? Kathmandu, ja. Oder in Amstetten, das weiß man vielleicht nie. Aber du, nein, der war im Schlaf, wie war das nur? Lass mich ja, er war angezogen wie ein Mönch, das weiß ich noch. Dann hat er die Augen zugehabt. Da hat er sich bestimmt um Geld angeschnallt. Nein. Dann war es nicht dein Bruder. Okay, sei nicht so ekelhaft, lass mein Bruder. Nein, du, er hat mir vor etwas hat er mich gewarnt und hat gesagt, es wird mir was passieren, was Unangenehmes. Und da wollte ich wissen, was hat er gesagt. Er sagt mir das nicht. Das wäre, ich weiß nicht, irgendwas wäre besser für mich, aber jetzt weiß ich nicht, was. Er sagt es dir nicht. Also weißt du, an Träume kann man sich nie erinnern, das ist zu blöd. Ekelhaft ist das direkt. Das Ganze klingt doch ein bisschen nach Schlaf. Wie sagt sie? Schlafwandler. Summa summarum, willst du eigentlich damit sagen, dass du etwas dagegen hast, dass modern Theater gespielt wird? Nein, da hast du mich völlig missverstanden. Ich habe überhaupt nichts gegen das moderne Theater. Ich habe was gegen schlechtes Theater. Ob das Theater modern oder alt ist, das ist egal. Gut muss es sein. Ich habe was dagegen, wenn also plötzlich solche Blödheiten, wie ich sie nenne. Sag mal zum Beispiel, kannst du mir erklären, warum es jetzt so modern ist, dass unbedingt Frauen Männerrollen spielen müssen? Hat das irgendeinen Sinn, dass, was weiß ich, in einer Aufführung der Kaiser Franz Josef von einer Frau gespielt wird? Ja, genau kann ich dir das natürlich auch nicht sagen. Ach so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Regisseure vielleicht damit ausdrücken wollen, dass es in der heutigen Zeit Mann und Frau sich also ziemlich gleichgestellt sein. Und ja, bitte, aber deswegen muss ja nicht ausgerechnet der Kaiser Franz Josef von einer Frau, es muss auch nicht umgekehrt, was ich die Lady Macbeth von einem Mann gespielt werden. Oder bitte, was hat das für einen Sinn, dass jetzt so häufig Nackte auftreten müssen? Ich meine, bei jeder passenden Gelegenheit, weiß ich, es gibt in Deutschland so eine Aufführung gegeben, wo der Prinz von Homburg nackt auftreten musste. Ja. Ich kenne aber noch eine. Und zwar hat er gespielt, das war beim Faust, und zwar hat er das Gretchen, ist der nackt aufgetreten. Ja. Und zum Beispiel bei dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass das Gretchen als Unschuld gelten soll. Und was ist unschuldiger als ein Eva-Kostüm? Ne? Ja, da muss ich dann nur dagegen einwenden, dass nicht immer das Eva-Kostüm nur zur Unschuld da ist. Ich meine, das ist also doch auch möglich, dass das genau fürs Gegenteilige verwendet wird. Also bitte, das nackte Gretchen, also ist auch nicht das, was ich... Aber du, alle diese Sachen, ich ließe mir das alles noch einreden. Ich finde nur, dass das also so etwas ungeheuer Elitäres hat. Dass das etwas hat, was also den Normalbesucher, sofern es einen solchen gibt, einfach vom Theater abschreckt. Warum bitte muss man solche Experimente machen? Man erreicht doch damit nur eines. Man befriedigt sozusagen eine gewisse Schickeria. Ja. Ja. Das sind die Leute, denen im Theater schon gar nichts mehr ausgefallen genug sein kann, weil sie so übersättigt sind. Das ist ja gar nicht wahr, dass das Volk verlangt. Das Volk verlangt solche Sachen überhaupt nicht. Das Volk hält sich viel mehr an das, was schon der Reinhard seinerzeit einmal gesagt hat, dass man ihn gefragt hat, was denn der Zweck des Theaters wäre. Und der Reinhard hat darauf gesagt, schlicht und einfach, der Zweck des Theaters
ist das Theater. Ja. Ja. Sag das mal, ich höre immer nur nackt, nackt, nackt. Wovon redet sie eigentlich? Moment. Du hast aber wirklich, also die Lauscherin an der Wand hat offenbar nur das gehört, was sie hören wollte. Ja. Du, wir haben außer nackt auch noch was anderes gesagt, nicht wahr? Ich habe übrigens nichts gefunden. Du hast nichts gefunden. Das ist also wirklich eine sehr unangenehme Überraschung. Ich habe geglaubt, du wirst mit einer Wünschelrute, wirst vielleicht also finden bei mir eine Ölquelle im Vorzimmer. Der Einzige, der das geglaubt hat. Ja, du, das wäre aber sehr gut gewesen. Also eine Ölquelle im Vorzimmer wäre doch etwas... Naja, gut, lass mal. Du, ich habe mich gerade mit deinem werten Bruder, habe mich ein wenig unterhalten über modernes Theater, möchte mich interessieren. Kommt, setz dich ein bisschen zu mir, wenn wir noch ein bisschen Zeit. Ich stimme mich ein, weißt du, auf eine Diskussion, die ich nachher zu führen habe. Modernes Theater. Sag, Niki, also du bist doch ein modernes Mädel. Warum bitte müssen zum Beispiel heutzutage so viele Vorstellungen von einer solchen Überlänge sein? Warum setzt ein Regisseur seinen Ehrgeiz da rein, dass die Vorstellung 4 Stunden dauert? Nein, 4,5, 5. Ah, und du beschwerst dich jetzt? Ja. Und würde ich dich gerne jetzt darauf aufmerksam machen, ich kann mich nämlich sehr gut erinnern, wie der Franz von der Premiere von den Schwärmern zurückgekommen ist. Und selig war, dass er so lang gesessen ist. Es war alles wunderbar. Und da wurde die Länge, kam dir überhaupt nicht zu lang vor. Ja, stell dir vor, du hast die Ausnahme gerade erwischt. Ich gebe zu, die Aufführung der Schwärmer von Musil im Akademietheater war so großartig, dass ich gerne 4,5 oder vielleicht sogar 4,75 Stunden. Ja. Das erklärt aber noch immer nicht, warum so viele Vorstellungen. Doch die meisten sind nämlich nicht so gut, dass man unbedingt 4,5 Stunden sitzen will, dass einem schon jeder Knochen wehtut. Es ist doch dann viel angenehmer, dass es nur 2,5 Stunden dauert. Ja, das wundert mich überhaupt, dass es eigentlich so viele Hausfrauen gibt, die Kinder haben, die womöglich auch noch halbtags arbeiten, dass die sich noch anziehen und schön machen und dann noch sich um 7:30 dort hinsetzen und sich dann noch was womöglich nicht so Gutes so lang anschauen. Ja, aber bitte. Von wo sollen Sie es wissen? Was sollen Sie wissen? Dass diese Stücke so lang dauern. Na ja, gut, das steht in der Zeitung. Das steht in der Zeitung. Also das ist wirklich nicht so schwierig. Ja, aber ein anderes Phänomen, wo ich euch auch bitten würde. Es gibt jetzt so viele Schauspieler, die sozusagen ihren Ehrgeiz da reinsetzen, das Publikum zu schockieren, zu provozieren. Das zum Beispiel vor ein paar Jahren in Düsseldorf eine Aufführung gegeben vom Talisman, von unserem guten Nestroy. Und da haben sich die vorher besprochen. Also sie werden eine sehr gesellschaftskritische, nicht systemimmanente Vorstellung machen. Und waren dann also auch sehr erbittert. Und plötzlich hat sich herausgestellt, dem Publikum hat diese Aufführung zum Ärger der Schauspieler, zum Ärger, glänzend gefallen. Haben sich am nächsten Tag alle getroffen, haben sich gefragt, was haben wir falsch gemacht, dass sich die Leute unterhalten haben. Ja gut, aber das sind ja doch, du zeigst auch nur Extreme auf. Ne? Ja, du sagst provozieren, aber es ist doch eigentlich so, dass gerade bei uns, das Wiener Publikum, auch das Ältere, dass das sehr schwer akzeptiert oder überhaupt annimmt, eine moderne Form. Oder die haben eigentlich so, fühlen sich wohl, wenn sie so Sachen, die schon mal da waren. Ja, genau. Aber auch nicht überall. Es kommt aufs Theater an. Ja, ja. Bitte, schau zum Beispiel. Eine sehr moderne Inszenierung, aber eine gescheite moderne Inszenierung, war doch heuer im Sommer in Salzburg Torquato Tasso. Habt ihr das gesehen? Ja. Nein. Na bitte, ich war dort, ich habe mir das angeschaut. Also ich muss sagen, wirklich modern. Sind teilweise in modernen Kleidern gewesen. Sie haben sich alle ein bisschen anders benommen, als man das sonst bei Torquato Tasso. Aber es war eine durchdachte, eine intelligente Aufführung. Es war eine, also ich gebe es zu, seit langem habe ich bei einer Tasso-Aufführung so überhaupt nicht mit der Müdigkeit gekämpft, wie bei dieser ausgezeichneten, modernen Aufführung. Ich bin also nicht gegen das moderne Theater, ich bin nur gegen Auswüchse des modernen Theaters. Ja, ich bin dagegen, gegen die Regiewillkür. Dass also wirklich heute jeder Regisseur sich überlegt, wie er es anders machen könnte. Nicht, wie er es besser, sondern anders machen könnte. Aber ich muss doch auch wiederum etwas Lobendes sagen. So etwas Ausgezeichnetes, wie ich heuer im Schauspielhaus gesehen habe. Weißt du, da ist mir auch wieder der Reinhard eingefallen, der gesagt hat, der König des Theaters ist der Schauspieler. Ihm und nur ihm allein gehört die Bühne. Und das habe ich nun bewundert an dieser Aufführung im Schauspielhaus. Diese Maria Bill als Piaf. Fabelhaft. Also die, die hat jetzt auch die Keynes-Medaille bekommen. Ja, tut das mit vollem Recht. Also ich habe selten gesehen, dass jemand so sehr sich eine Medaille verdient hat. Ich habe ihn!
Komm, die sagt, ich hab ihn. Komm, schnell. Ja, das sind die ungenützten Möglichkeiten. Also ich muss leider sagen, das sind nicht die unausgenützten Möglichkeiten der Intuition, sondern das ist das Ohrringel, das sowieso schon da war. Ich hab's nämlich selber da hergelegt. Meine Herrschaft. Ja, ja, er kann ja nichts dafür. Ja, ja, also du hast ja da vorhin etwas gesagt von einem Manöver, lieber Tommy. Ja, muss ich das sagen, da mache ich jetzt Manöverkritik und muss zu dieser Manöverkritik sagen, angestrebtes Ziel nicht erreicht. So, jetzt ist aber wirklich höchste Zeit, dass ich gehe. Du bist mir nicht böse, liebe Hilla. Nein. Ich stehe auf dem Standpunkt, werde mich nicht mehr ändern, bin ein Pünktlichkeitsfanatiker. Ja. Ich komme lieber irgendwo um eine Viertelstunde zu spät, als auch nur um eine Viertelstunde zu früh, um Gottes Willen. Das war der Freud schon. Ja, das haben wir gedacht, dass du gleich mit Freud kommen wirst, nicht wahr? Komme lieber um eine Viertelstunde zu früh, als auch nur um eine Minute zu spät. Ich kenne dich, aber ich muss dir sagen, ich würde lieber hierbleiben und würde den liebe Hilla, das habe ich schon aus deinem ganzen Verhalten bemerkt. Das ist halt die Kettenreaktion der Tücke des Objekts. Du hast es erreicht, du brauchst nicht mitzugehen. Bitte sehr, lasst euch nicht stören. Wünsche weiterhin angenehme Ohrringelsuche. Darf mich verabschieden. Ja, wir haben ja auch jetzt hervorragend abgerichtet. Jetzt ist er sauer. Ja, Tommy, was ist denn mit dir? Du gehst mit mir zu der Diskussion? Nein, ich darf mit dir diskutieren lieber nicht. Ich gehe mir nur was zum Essen holen. Ah ja, zum Essen holen. Na ja, das wäre auch keine schlechte Idee, aber nein, ich muss gehen. Moment, was ist denn... Ja, Exzellenz. Was machen Sie denn da? Bitte, nur nicht Exzellenz. Das ist vorbei. Sie könnten höchstens Ex-Exzellenz zu mir sagen. Aber glauben Sie mir, nichts ist so ex wie eine gewesene Exzellenz. Na ja, gut. Also, Herr, Moment, ja, wie soll ich denn dann zu Ihnen sagen? Na ja, am besten Herr Hollmann oder wenn es unbedingt sein muss, Dr. Hollmann. Ja, eben, weil das ist das Mindeste. Wir das sind ist ein ehrlich also, verdienter Ja, Kinder. Aber sonst, also in Österreich muss jeder doch ein Titel. Doktor, also Herr gut. Doktor. Herr Doktor, was ist das hier? Was machen Sie da? Ja, dieses Bild möchte ich eigentlich den jungen Leuten schenken, die da vis-à-vis von Ihnen wohnen. Sie haben es zufällig gesehen, wie ich neulich unten eingezogen bin in meine alte Wohnung. Und es hat Ihnen so besonders gut gefallen, im Gegensatz zu meiner Frau, die also dieses Bild überhaupt nicht ausstehen kann. Und da habe ich mir gedacht, ich benütze die günstige Gelegenheit und bringe dieses Bild endlich weg. Ne? Aha. Na ja. Also, was soll es niemand zu haben? Naja, da kann man nichts machen, da muss ich das Bild. Oh, einen Moment. Ja, bitte. Oh Gott, bitte. Würden Sie das einmal mitnehmen? Ja, bitte schön. Ich habe nämlich den furchtbaren Verdacht, ich habe wieder einmal meine Schlüssel in der Wohnung liegen lassen. Naja, kann man nichts machen, da muss ich eben warten, bis meine Frau wieder zurückkommt. Na, Moment, das kommt ja gar nicht in Frage, dass ich Sie da am Gang warten lasse. Darf Sie bitten, Herr Doktor, da kommen Sie Danke, das ist sehr liebenswürdig. Danke, Ich muss mich allerdings entschuldigen, weil ich muss weg, aber meine Frau wird sich gleich um Sie bekümmern. Hilla! Ja, aber Franz, hast du was vergessen oder hast du es dir anders überlegt? Bleibst du da? Hilla, ja. Ich habe natürlich nichts vergessen und ich habe auch nichts anderes überlegt, aber unser lieber Nachbar, der Herr Doktor Hollmann, der hat ein kleines Missgeschick. Geh, bitte, ich bekümmere dich ein bisschen um ihn. So. Mich müssen Sie entschuldigen, weil ich muss wirklich dringend weggehen. Sei so lieb. Ich bedanke mich nochmals herzlich. Bitte, wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ja, Obdach gewähren, Gnädigste. Ich habe mich nämlich vermittels eigener Dummheit unten ausgesperrt und muss jetzt um Asyl ansuchen, wenigstens bis meine Frau wieder nach Hause kommt. Es wird selbstverständlich im Zuge der Nachbarshilfe sofort und prompt erledigt. Danke. Ich hole nur schnell vielleicht Zettel. Schreiben wir Ihrer Frau einen Zettel? Ah, das ist eine wunderbare Idee. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich freue mich. Ich darf das Bild vorläufig hier deponieren. Ja, natürlich, ja? Was denn? Nein, das ist doch nicht möglich. Was denkt die Frau? Ja, aber
Von dem habe ich heute Nacht geträumt. Nein, ich meine nicht von ihm, von meinem Bruder. Aber der hat ganz genau so ausgeschaut. Ja, ja. Ja. Na, in Indien würde man sagen, dass ein solcher Traum irgendetwas ganz Bestimmtes zu bedeuten hat. Was? Sie waren schon in Indien? Ja, ja, sogar öfter. Und sogar eine ziemlich lange Zeit. Und zum Abschied hat uns einmal ein indischer Freund dieses Bild geschenkt. Aber meine Frau will es einfach nicht in der Wohnung haben. Ich weiß nicht, warum. Also, ich muss sagen, mich fasziniert das, dieses ja. Bild. Ja, bitte. Wir jetzt so unter uns sind, den Moment. Nein, bitte, wenn ihr etwas zu besprechen habt unter euch, ich kann ja gehen. Nein, bleib nur, bleib. Das ist für dich sehr interessant. Wir reden, wieso? Wir reden vom Lernen. Schon wieder. Das höre ich 170 Stunden in der Woche. Ja, ja. Niki, die Hilla hat da vorhin nur so einen Gedanken geäußert. Denkst du noch irgendwie an deine Dolmetscherprüfung? Ach, an die denke ich überhaupt nicht mehr. Schade, habe ich befürchtet. Ja, weil ich sie nämlich schon bestanden habe, vor mehr als 2 Monaten und fast mit Auszeichnung. Ja, ja, das... Ja. Bitte? Und habe auch schon einen Job in Aussicht. Was? Sag, du spinnst ja. Eine Prüfung freiwillig gemacht? Das kann doch nicht wahr sein, Niki. Also weißt du, das ist so typisch. Da redet man monatelang in dich hinein, wie in ein krankes Ross. Komm, ja, gib mal auf. Genau, das ist es ja. Ich bin nämlich kein krankes Ross. Aber wenn man mich halt so behandelt, dann werde ich halt störrisch. Aber wenn man mich in Ruhe lässt, dann mache ich alles justament. Gut, dass ich das jetzt weiß für die nächste Zeit. Aber weißt du, für Weihnachten brauchst du dir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Mein Weihnachtsgeschenk habe ich ja, jetzt. Ja, hab ich nix. Dankeschön. Mutti, ich habe eine Idee. No. Mach doch mit mir auch so. Mit dir? Das weiß ich nicht, ob das bei dir die richtige Methode ist. Na, ich glaube aber schon. Kinder, hier bringe ich euch einen sehr, sehr lieben Gast. Ich glaube, darf ich Ihnen die Enkelinnen vorstellen? Und ich glaube, dass Sie meine Schwiegertochter schon kennen. Ja, aber natürlich. Wir kennen uns aus dem Lief. Ja, leider nur ganz flüchtig, aber wir kennen uns. Ja. Bettina, sei so lieb und hol die Sandwiches aus der Küche. Ja, gut. Ja? Platz nehmen. Nehmen wir doch Platz. Trinken Sie den Cognac? Ja, wenn ich darf. Ja. Kleine Schlucke. Ja. So. Tommy, weißt du, wo deine Sandwiches sind? Ja, da. Du viel frasst, die Oma hat was Besuch. Ja, den Botschafter vom 2. Stock. Was soll ich denn jetzt sagen? Das ist alles aufgefressen. Also, pass auf, mach nicht wieder Katastrophenpolitik. Nimm ein Brot, ich nehme eine Wurst und wir machen ein paar neue Sandwich. Und damit hat sich die Sache. Dankeschön. Also, ein verlorener Ohrring... Ja. Also das wäre in Indien überhaupt kein Problem. Natürlich, dort hat man ja viele Diener, die Ohrringe suchen. Nein, das ist längst vorbei. Man macht das jetzt so, man bittet einfach einen Yogi. Ja? Und dem beschreibt man den verschwundenen Gegenstand so genau als möglich. Der meditiert dann ein bisschen und dann sagt er einem, wo er ist. Also der Ohrring zum Beispiel. Ja, siehst du, die unausgenützten Möglichkeiten der Intuition, was ich gesagt habe. Ah ja? Naja, diese Phänomene haben sehr viele verschiedene Namen, aber eigentlich noch gar keine Erklärung. Sagen Sie, es ist interessant. Also in Indien ist das gang und gäbe, man bittet einen Yogi, so wie wir, also zum Beispiel einen Installateur bitten, wenn der Wasserhahn rinnt, oder wie? Ja, 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 nur gibt es da einen gravierenden Unterschied. Ja? Der Yogi kommt sofort. Ah. Schaut, dass wir keine dichtenden Yogis haben. Also meine Wasserhähne dichten. Die gibt's in Indien auch nicht. Ich habe sogar den Verdacht, dass es welche gibt, die gar nicht wissen, was ein Wasserhahn ist. Aber ich habe es einmal erlebt, dass eine Dame aus unserem Bekanntenkreis ihren Ring, natürlich ihren Lieblingsring, einen sehr kostbaren Ring, einfach vermisste. Mhm. Ja, sie hat einen Yogi gebeten. Mhm. Und dieser Yogi hat ihr nicht am Ende gleich verraten, wo der Ring ist. Im Gegenteil, er hat sich geweigert, es zu tun. Ach, er hat ihr nicht gesagt, wo der Ring ist? Nein, er hat sich strikt geweigert. Ja, höchstwahrscheinlich, weil er es nicht gewusst hat. Hm? Doch, im Gegenteil. Weil er es ganz genau gewusst hat. Er hat ein bisschen herumgeredet. Und dann hat er gesagt, ja, also... Dieser Ring befindet sich nicht mehr im Haus. Mhm. Er hat seinen Besitzer gewechselt. Ach so, also mit einem Wort, er ist gestohlen worden. Ein Yogi, verzeihen Sie, Gnefa, ja. Wenn ich das sage, der würde nie so taktlos sein, etwas zu sagen. Aber hoffentlich wäre er so taktlos, wenigstens zu sagen, wer ihn gestohlen hat. Ja, ja und nein, er hat es durchblicken lassen. Durchblicken? Aha. Wie?
Er hat gesagt, man soll am nächsten Tag den ersten Menschen, der kommt und ein Glas Wasser verlangt, in Indien kann nämlich jeder beliebige Mensch in jedes beliebige Haus gehen und ein Glas Wasser verlangen. Sieht das immer interessant. Ja, ja. Also jeder beliebige Mensch kann in jedes Haus gehen, ein Glas Wasser verlangen. Es wird ihm immer gegeben werden. Und den ersten Menschen, der am nächsten Tag kommen würde, sollte man fragen, ob er vielleicht diesen Ring hat. Aha, und hat sie also gefragt, wer kam denn da? Wer war der Erste? Ja, der Erste war, deshalb war der Yogi ja so vorsichtig, war ein Neffe. Das ist aber peinlich. Das ist peinlich. Und die Dame hat trotzdem gefragt, wo der Ring ist. Natürlich. Ja? Und naja, der Herr Neffe war so verblüfft, dass er sofort zugegeben hat, den Ring natürlich versehentlich mitgenommen zu haben. Mhm. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, und fast unheimlich, was? Aber in Indien gibt es noch viel unheimlichere Sachen. Und Sie haben selbst solche Geschichten erlebt? Aber natürlich. Oh, bitte erzählen Sie, Herr Doktor. Das ist nicht gerade meine starke Seite. Aber wenn Sie meinen, wenn Sie es nicht langweilt, natürlich. Nein, überhaupt nicht. Also, gleich wie ich zum ersten Mal nach Indien kam, war da ein paar Tage vorher ein junger Österreicher an der nepalesischen Grenze oben auf mysteriöse Weise verschwunden. Man hat natürlich leider annehmen müssen, dass es sich wieder einmal um eine von diesen grauslichen Rauschgiftaffären handelt. Ja. Aber etwas musste ja schließlich unternommen werden. Jung wie ich war ein sehr unerfahrener Legationssekretär damals, habe ich mich vorgedrängt. Und wirklich, ich wurde auch hingeschickt. Aber zu meinem Glück, wirklich zu meinem Glück, hat man mir einen ortskundigen Fahrer mitgegeben und einen Dolmetscher. Naja, ich will es kurz machen. Ja. Die spärlichen Hinweise, die wir sammeln konnten, haben uns dann schließlich und endlich in ein kleines Bergdorf geführt. Und dort hat es eigentlich erst angefangen, diese Geschichte. Dieses Dorf war völlig menschenleer. Ja, nein. Überhaupt niemand auf den Straßen. So ein paar Kühe sind da herumgegangen. Die heiligen Kühe, wie überall in Indien. Aber schließlich haben wir dann doch in einer Hütte eine sehr alte Frau aufgetrieben, die sichtlich die ganz kleinen Kinder des Dorfes beaufsichtigte. Und aus der hat mein Dolmetsch langsam herausgekriegt, dass die ganze Bevölkerung sich schon vor einer oder zwei Stunden in einem alten Tempel versammelt hatte, irgendwo ganz in der Nähe, in einem urwaldähnlichen Gebiet. Denn der Swami... Entschuldigung, was ist der Swami? Swami ist, das ist so eine Art Dorfpriester. Dieser Swami, es scheint also etwas durchgesickert gewesen zu sein, dieser Swami wollte in dem Tempel die Geister befragen, wohlgemerkt die Geister. Die Geister? Ja, die Geister, nicht die alten Götter. Er wollte sie befragen über das Schicksal dieses verschwundenen europäischen Sahib. Und Sie sind in den Tempel hineingegangen? Ja, wir sind hin, wir haben ihn sogar ohne weiteres gefunden und dann bin ich, es ist mir ja nichts anderes übrig geblieben, bin ich hinein. Haben Sie sich getraut? Ja, ein bisschen gezittert habe ich. Ich habe mich getraut. Also in diesem Tempel war es stockfinster und totenstill. Nur hier und da sind so geisterhaft, schemenhaft rote Lichter aufgeflackert, eins, zwei, wie Dämonenaugen. Aber man hat sofort gespürt, dass sich in diesem Raum sehr viele Menschen befinden. Hauptsächlich mit der Nase hat man das gespürt. Man hat gespürt, da stehen sie eng gedrängt, bewegungslos und völlig lautlos. Mir haben sich, ehrlich gesagt, langsam die Haare aufgestellt. Und dann, ganz plötzlich, in diese vibrierende Stille hinein... Gottes Willen! Drum los, wer stellt denn das Bild so blöd her, dass man mal die Diava aufmacht, gleich stolpern muss? Gott, hätte ja schauen können. Guten Abend. Ja, aber um Gottes Willen, was war denn? Was nein, war gar nichts. Ein Bild ist umgefallen. Ja, wieso bist du schon hier? Ist diese Diskussion abgesagt worden? Nein, die Diskussion hat stattgefunden, aber ich habe keinen richtigen Guster mehr gehabt, an der Diskussion teilzunehmen. Warum? Also bitte, wenn ich es dir, was legt denn da wieder für ein Polster herum? Also, wenn ich es dir erklären darf, ich habe mich kaum niedergesetzt. Ja? Auf einmal fällt auf den Sitz neben mir eine Applik von der Wand herunter. Ja, zum Glück ist auf dem Sitz niemand gesessen, aber wenn du mit gewesen wärst, wärst du dort gesessen. Hilla, mein Traum?
ob das vielleicht der irgendwas Kurt? Mit, ja, wie er gesagt hat, es ist besser, ich erfahre es nicht, oder was hat er da gesagt? Bitte, was ist mit dem Kurt? Ja, aber was das habe ich, hab ich dir nicht, noch nicht erzählt. Ich habe einen Traum gehabt und der hat gesagt, es wird mir was passieren, er will mir nur nicht sagen, was, das kann ja doch nur... Ja, also bitte, also jedenfalls... Vor, wenn du dorthin gegangen wärst, ja, drauf, ich bin sehr dankbar für die Tücke des Objekts. Herr Doktor, was denn sagst du? Wenn du dein Ohrringerl gefunden hättest rechtzeitig, den so wärst Ohrgips, du ja. dort, so wärst du dort gesessen und auf dich wäre der schwere leichter gefallen. Also in einem solchen Fall würde ein Inder sagen, dass ein Objekt von sich aus ja nie wirklich tückisch sein kann, sondern eher sehr hilfreich. Ich gratuliere einfach. Also wirklich, also ich bin auch froh, dass geht das. Das ist weiß Gott. Was wäre denn das für eine Diskussion gewesen? Ja, eine Diskussion über das moderne Theater. Also die Hilda war sowieso nicht mit dem. Ich verstehe leider gar nichts. Nein. Ja, das ist schon wunderbar sein. Also mir wäre lieber...